So, wir waren noch beim Kapitel kürzeste Pfade stehen geblieben, genauer gesagt verschiedene Problemstellungen zu darzustellen, zu modellieren, zu reduzieren auf das kürzeste Pfade-Problem. Hier jetzt ein kleiner Einschub, keine neue konkrete Problemstellung. Ja, Sie erinnern sich, wir haben Problemstellungen gehabt, DNA-Sequenzen, den Vergleich von DNA-Sequenzen als kürzeste Pfade-Problem auszudrücken oder Wechselkurse möglichst geschickt ausnutzen oder was war noch, Textabsätze möglichst gut, möglichst schön zu formatieren. Hier nur ein kleiner Einschub, eben wie gesagt, wo es nochmal um eine allgemeine Betrachtung geht. Sie haben häufig kürzeste Pfade-Probleme oder überhaupt generell Optimierungsprobleme, bei denen Sie mehrere Kriterien haben, nicht nur ein einziges. Ein gutes Beispiel ist immer Bahnverbindungen, also auch gerade in Bezug auf kürzeste Pfade ist das ein gutes Beispiel. Wir hatten ja ganz zu Anfang dieses Kapitels auch Bahnverbindungen betrachtet, was man da tun muss, was man da tun kann, um das als kürzeste Pfade-Probleme zu modellieren. Und wenn Sie sich vorstellen, Sie sind jetzt Kunde, Passagier, dann gibt es verschiedene Dinge, die man da möglichst klein halten will oder möglichst groß halten will. Sie wollen die Fahrzeit möglichst klein halten, wenn Sie es eilig haben, wenn Sie auf einen Termin wollen und Geld spielt keine Rolle, aber Ihr Terminplan ist sehr eng, dann wollen Sie so spät wie möglich losfahren, also eine möglichst geringe Fahrzeit vor dem Termin haben. Oder wenn Geld bei Ihnen die dominante Rolle spielt, was ich mir bei Studierenden durchaus vorstellen könnte, dann ist Ihnen die Fahrzeit vielleicht weniger wichtig und die Bequemlichkeit auch weniger wichtig, aber Sie wollen möglichst wenig Geld ausgeben. Oder eben dritte Variante, wenn Sie mit einem Riesenhaufen Koffern und allem Möglichen, mit Ihrer Skiausrüstung und so weiter unterwegs sind, könnte es vielleicht doch sinnvoll sein, dass Sie eher auf Bequemlichkeit dass Sie da eher Wert drauf legen, etwa bei den Umstiegen, dass die Umstiege nicht zu kurz bemessen sind, dass Sie mit Ihren ganzen Klamotten noch auf den nächsten Bahnsteig kommen, auch vielleicht nicht zu lang, dass Sie nicht 3 Stunden irgendwo, vielleicht noch bei Dunkelheit in der Pampa, wo nichts mehr los ist, dann verbringen müssen oder ähnliches. Das heißt, Sie haben verschiedene Zielkriterien und im Englischen dann Multi-Objective, also Multi-Zielsetzungs, kürzester Weg. Ich weiß nicht, wie man das jetzt am besten. Multikriteriell würde man es ins Deutsche auch übersetzen. Auch im Englischen Multi-Criteria durchaus gängig. Gut. Die Frage ist aber zunächst einmal, also ich habe jetzt drei Extremfälle genannt, ja. Der eilige Geschäftsmann, die eilige Geschäftsfrau, wo Geld vielleicht keine Rolle spielt, weil die Firma sowieso zahlt. Und vor allem wichtig ist, dass man von einem Termin zum anderen Termin dass man seine Termine so legen kann, dass sie möglichst eng sind, so rund um die Fahrzeit, also möglichst kurze Fahrzeit, dann möglichst billig oder möglichst bequem, aber natürlich ist das im Allgemeinen eher, was man haben will, ein Kompromiss aus diesen drei Kriterien, ein wie auch immer gearteter Kompromiss. So, die Frage ist, und das ist eine Frage, die auch über kürzeste Wege hinausgeht und eine Frage, die auch durchaus über diese Lehrveranstaltung hinausgeht, die Sie etwa genauso gut bei verwandten Lehrveranstaltungen im Fachbereich 1 hier finden, im Bereich Wirtschaft, Operations Research, Planung, Logistik und so weiter. Wenn Sie mehrere Kriterien haben, wenn wir über kürzeste Wege hinausgehen, denken Sie beispielsweise, Sie haben zwei Kriterien, kurzfristiger Gewinn versus langfristiger Gewinn oder Gewinn in Geld versus Umweltbelastung und so weiter. Auch da ergeben sich natürlich Zielkonflikte über kürzeste Wege hinaus. Wie kann man hier an die Sache rangehen? Man könnte zum Beispiel, was etwas Naheliegendes sicherlich ist, dass wir die einzelnen Kriterien gewichten. Dass wir sagen, beispielsweise
Naja, ganz so unwichtig ist auch dem eiligen Geschäftsmann, der eiligen Geschäftsfrau nicht unbedingt das Geld und die Bequemlichkeit. Also nicht nur die Fahrzeit zählt, sondern es soll jetzt auch nicht exorbitant zu teuer werden oder ähnliches. Das Verhältnis zwischen Zeit und Geld, das lässt sich eigentlich ganz gut fassen, denn man kann vielleicht davon ausgehen, dass sozusagen als eine Art Stundenlohn auffassen, Netto-Stundenlohn, ja. Sie als Studierende wären vielleicht bereit, 10 Euro mehr zu zahlen, wenn es dafür 2 Stunden kürzer dauert, die Fahrzeit, weiß ich nicht. Eilige Geschäftsleute wären vielleicht bereit, 100 Euro mehr zu zahlen, wenn es dafür 2 Stunden weniger dauert oder so etwas. Ich fabuliere hier natürlich nur mal. Ja, und daraus ergeben sich durch automatisch Gewichte, dass 1 Stunde Fahrzeit so viel wert ist eben wie, weiß nicht, 20 Euro. Also eine Balance zwischen den Einzelnen. Wie man das mathematisch fasst, das ist keine große Sache, sehen wir uns ganz kurz noch auf der nächsten Folie an. Eine andere Variante wäre, dass man sagt, naja, bei dem einen Kriterium gebe ich vor, dass es nicht beliebig schlecht werden darf. Zum Beispiel, dass ich wirklich von meinem letzten Termin um 14 Uhr wegkomme in der einen Stadt und rechtzeitig bei meinem nächsten Termin in 17 Uhr bin. Also das Kriterium Fahrzeit wird dann absolut gesetzt, eine Schranke, mehr darf nicht sein. Und das andere Kriterium, Fahrkosten etwa, wird dann unter dieser Bedingung optimiert, minimiert natürlich, also natürlich nicht maximiert. Das wäre jetzt ein Beispiel, wie ich das genannt habe, eine absolut gegebene Zahl, dass man sagt, okay, von Punkt zu Punkt, von Haustür zu Haustür, in diesem 3-Stunden-Zeitintervall oder vielleicht kann ich meine Termine auch noch ein bisschen hin und her schieben, aber ich brauche diese 3 Stunden, maximal diese 3 Stunden kann ich mir erlauben, auch wenn ich die Termine hin und her schiebe. Und wo dieses 3-Stunden-Intervall genau ist, da kann ich mich schon ein bisschen nach den Zugfahrplänen richten. Oder dass man sagt, naja, es muss ja nicht unbedingt die absolut billigste Verbindung sein. Aber es sollte jetzt auch nicht mehr als 20% teurer sein als die billigste Verbindung. Kann man das so ein bisschen sehen hier bei dem Beamer? Ist es ein bisschen, also ich weiß nicht, was mit dem Beamer los ist. Aber es scheint nicht an meinem Equipment zu liegen, weil ich habe das Bauteil, was typischerweise als erstes kaputt geht, noch einen Ersatz dabei und bei beiden zeigt sich das. Gut, also kann man sehen, dass das hier ein bisschen sehen, dass das unterlegt ist. Also, dass man sagt, naja, ich will aber nicht 10 Euro, nicht mehr als 10 Euro zu viel bezahlen, beziehungsweise ich will nicht mehr, das wäre dieser Punkt, ich will nicht mehr als 20% zu viel bezahlen. So, jetzt hier die gewichtete Summe, das war der erste Punkt, wo ich gesagt hatte, dass mit den Stundensätzen, dass die eine Person, eilige Geschäftsleute, für 1 Stunde bereit sind, 100 Euro mehr zu zahlen oder für 1 Stunde einsparen. Und sie sind vielleicht bereit, 10 Euro mehr zu bezahlen, weiß ich nicht. Ist vielleicht auch ein bisschen individuell, je nach Kassenlage. Und je nach Zeitbudget natürlich auch. Wenn man das mathematisch fassen will, dann ist das eine einfache Sache, die Sie aus der linearen Algebra im Prinzip kennen. Sie haben jetzt die verschiedenen Kriterien, x1 bis xn, das sind Variablen, die Sie gleichzeitig minimieren, maximieren wollen, also Bequemlichkeit maximieren, Fahrzeit, Fahrkosten minimieren. Ist ja egal, Sie können das Negative der Bequemlichkeit oder die Unbequemlichkeit wollen Sie auch minimieren, dann haben Sie alle Kriterien minimiert. Jetzt könnte man natürlich dahergehen und erstmal sagen, naja, ich summiere die einfach alle auf. Und das ist mal die Zielsetzung, die ich optimieren will. Dann sind wir wieder bei kürzesten Faden.
Denn wir haben jetzt nur noch ein Kriterium, nämlich die Summe. Ja, die können wir auf jede einzelne Kante packen. Die Summe der einzelnen Kriterien auf dieser Kante ergibt dann wieder ein neues Kriterium auf dieser Kante. Sie sollten stutzen, wenn ich verschiedene Kriterien hier nehme und die einfach so summiere. Denn zumindest aus dem Physikunterricht sollte Ihnen bekannt sein, Größen dürfen nur summiert werden, wenn sie dieselbe Einheit haben. Und Fahrzeit und Fahrkosten haben sicherlich nicht dieselbe Einheit. Also braucht man Umrechnungsfaktoren, die natürlich zufällig mal tatsächlich sinnvollerweise alle 1 sein könnten, sodass hier tatsächlich diese nackte Summe ohne Umrechnungsfaktoren herauskommt. Nur die Umrechnungsfaktoren sind als Wert 1 hier noch drin. Und da sind dann auch die entsprechenden Umrechnungen der Einheiten drin. Also Preis pro Zeit oder Zeit pro Preis, je nachdem. Oder wenn es mehrere sind, ist es sinnvoller, dass man jedem einzelnen Kriterium hier einen Vorfaktor, einen Umrechnungsfaktor dazu nimmt, dazu gibt. Und das ist dann in irgendeiner Einheit, die sich da als ergibt, in irgendeiner physikalischen Einheit, Preis oder Zeit, oder sogar Sie können die Vorfaktoren natürlich den Einheiten geben, dass es insgesamt dimensionslos wird. Das ist eigentlich dann letztendlich egal. Können Sie da Vorfaktoren definieren, wie etwa Preis pro Zeit, was Sie bereit sind zu opfern an zusätzlichem Geld, um Zeit zu sparen oder ähnliches, können Sie da als Vorfaktor nehmen und dann haben Sie ein ganz normales kürzeste Pfade-Problem. So, bisher sind wir davon ausgegangen, dass wir immer ein Kriterium haben, nämlich die Fahrzeit wollen wir optimieren, das war recht einfach. Den Fahrpreis wollten wir optimieren, das war recht kompliziert. Jetzt wird es noch komplizierter, wenn wir Fahrpreis, Fahrzeit und be irgendwie Bequemlichkeit oder so et irgendetwas anderes noch weiter optimieren wollen. Aber das grundsätzliche Problem daran ist, in vielen Situationen, dass man natürlich nicht, egal welches dieser Kriterien von vor zwei Folien wir hier nehmen, egal ob wir jetzt so eine gewichtete Summe haben, hier, wie ich eben gesagt habe, oder dass ein Kriterium festgehalten wird und dass man sagt, das darf eine gewisse Größe nicht überschreiten und das andere Kriterium wollen wir unter dieser Bedingung minimieren. Übrigens, daran schließt sich unmittelbar Aufgabe 3 auf Übungsblatt 3 an, genau an diesen zweiten Punkt hier, wo es darum geht, in OPL zu modellieren, eine Fahrverbindung zu finden, die möglichst billig ist, unter der Voraussetzung, dass sie höchstens 30% langsamer ist als die schnellste Verbindung. Und falls Sie denken, dass das Problem easy ist, dann glaube ich, haben Sie das Problem nicht verstanden. Gut. Also eigentlich so ziemlich die Aufgabe, die am meisten bei den Abnahmen Diskussionen verursacht. So, das Problem ist, hier müssen wir, egal wie wir das machen, mit gewichteten Summen oder mit solchen Grenzen, wir müssen numerische Parameter setzen. Wer setzt die? Das System oder der Endnutzer? Ja, das System könnte natürlich numerische Parameter setzen. Das System könnte hier setzen, wie viel kostet eine Stunde Reduktion der Fahrzeit? Was ist akzeptabel? Offensichtlich kann man da nicht einen allgemeingültigen Wert hernehmen, der jeden Kunden befriedigen würde. Und gut, möglicherweise sind genug Daten, also wenn Sie mit der Bahnkarte da eine Fahrkarte lösen, wenn Sie das regelmäßig machen, dann sind ja alle Ihre Informationen auch gespeichert, wegen Bahnkomfortpunkte sammeln und so weiter. Also zumindest wenn Sie Punkte sammeln, sind die ganzen Informationen gespeichert.
Und daraus ließe sich vielleicht irgendwas ableiten. Weiß ich nicht, ob die Bahn irgendwelche Informationen haben, die es ihr erlaubt, einzuschätzen, ob sie bereit sind, 100 € zu bezahlen für eine Stunde Zeitverkürzung oder ob sie nur bereit sind, 10 € zu bezahlen. Also sehen, das ist ein Problem. Und genauso hier unten, hier jede von diesen drei Möglichkeiten erfordert wieder die Setzung eines numerischen Parameters, dass man sagt, die Fahrzeit höchstens 3 Stunden, darf höchstens 3 Stunden sein, oder dass man sagt, nicht mehr als 20% oder nicht mehr als 1 Stunde als das Optimum. Das System kann das auch wieder nicht setzen. Und wenn Sie es umgekehrt vorstellen, Sie wären der Endkunde am Fahrkartenautomaten, Sie wollen das natürlich auch nicht. Sie wollen jetzt nicht hier versuchen, einen Stundenlohn einzugeben auf gut Glück, was Sie bereit sind zu zahlen, mehr zu zahlen, um eine Stunde weniger Zeit, um eine Stunde einzusparen. Zumal es gibt da ja auch nicht die Wahrheit. Sie geben jetzt irgendwas auf gut Glück ein, 10 € vielleicht. Aber vielleicht kriegen Sie ja, würden Sie ja was viel Besseres kriegen mit 11 € oder mit 9 € und spätestens, wenn Sie es einmal spitz gekriegt haben, fangen Sie an rum zu experimentieren, mal 11 € einzugeben, mal 9 € einzugeben. Also es kostet dann eine ziemlich lange Zeit am Fahrkartenautomaten, bis Sie zufrieden sind. Und die Leute, die hinter Ihnen am Fahrkartenautomaten warten, für die dauert das entsprechend noch länger. Und genauso hier unten, im Normalfall kann man doch nicht sagen, ich bin bereit, höchstens 3 Stunden zu fahren oder so etwas, nicht? Oder ich bin bereit, höchstens 20% mehr als optimal zu fahren oder so etwas. Also weder das System noch der Endkunde kann das setzen und der Endkunde will es auch nicht setzen, typischerweise. Also nicht ausreichend, um erstmal nicht unbedingt ausreichend, um die Präferenzen aller möglichen Endkunden richtig einzufangen. Ja, weil sie haben ja typischerweise dann weiche Vorstellungen. Ja, sie sind bereit, 3 Stunden zu fahren, aber wenn sie eine Verbindung sehen mit 3 Stunden 10 Minuten, die ihnen gut behagt, dann sind sie auch bereit, die zu nehmen. Ja, sie haben da irgendwie weiche Vorstellungen. Sie haben nicht harte numerische Vorstellungen. Und dann dürfen Sie auch nicht vergessen, dass wir hier, die hier in diesem Raum sitzen, nicht repräsentativ sind in Bezug auf mathematische Fähigkeiten oder überhaupt Fähigkeiten mit Zahlen, mit numerischen Werten umzugehen, nicht repräsentativ sind für Bahnkunden allgemein. Ja, also da Sie wissen ja selber, dass sehr viele Leute auch jetzt schon an ihre Grenzen stoßen bei der Arbeit mit dem Fahrkartenautomaten. Bei mir passiert das auch hin und wieder mal, dass ich an meine Grenzen stoße. Und wenn man auch solche Dinge verlangt vom Kunden, dann dürfte erst recht die Grenze schnell erreicht sein. Und was ich eben sagte, naja, Sie geben 3 Stunden an, so viel wollen Sie fahren, aber weil Sie wissen, dass das nicht die endgültige Wahrheit ist, gucken Sie auch mal, was mit 3 Stunden 10 Minuten oder 3 Stunden 30 Minuten ist, ob Sie da nicht eine bessere Verbindung kriegen, etwas, was Ihnen besser gefällt, was Sie aber dem System nicht mitteilen können, warum Ihnen das besser gefällt. So. Also. Zwei Möglichkeiten. Also. Es geht, man wird nicht drum herum kommen, dass das System irgendwie versuchen muss, eben nicht die Parameter zu schätzen, sondern mit verschiedenen Parametereinstellungen herumzuhantieren und dafür jeweils da das System ja ihre persönlichen Präferenzen nicht kennt und ihre persönlichen Präferenzen überhaupt nicht wirklich in voller Allgemeinheit im System ausdrückbar sind, zum Beispiel etwa, weil sie typischerweise weiche Kriterien haben, dann für verschiedene Parametersetzungen dann die beste Lösung zu liefern oder noch einen Schritt weiter zu gehen,
Das ist etwas, was Sie auch typischerweise sehr viel betrachtet finden im wirtschaftlichen Bereich, auch im Fachbereich 1, in verwandten Lehrveranstaltungen, dass wir versuchen, ganz gezielt Pareto-Optima zu finden. Pareto ist benannt nach einem italienischen Mathematiker, Wirtschaftler und so weiter. Was heißt das? Denken Sie wieder an Zugverbindungen. Vielleicht mache ich das mal auf Papier. Sie haben verschiedene Zugverbindungen mit verschiedenen Fahrzeiten und verschiedenen, nehmen wir mal drei Kriterien her: Fahrzeit, Fahrpreis und ein numerischer Ausdruck von Bequemlichkeit oder von Unbequemlichkeit, wenn wir minimieren wollen. So, dann wäre etwa die Fahrzeit, so, Sie haben jetzt hier Zeit in, was weiß ich, Minuten und Sie haben eine Verbindung. Die braucht 90 Minuten, eine Verbindung braucht 100 Minuten und noch eine Verbindung braucht 100 Minuten. Und Sie haben Fahrpreis. Die hier kostet, ich glaube, ich lasse es bei den beiden Kriterien, weil das damit schon das Argument gehen müsste. Die hier kostet 50 Euro, die hier kostet 50 Euro und die hier kostet 40 Euro. So, und dann sehen Sie, dass die mittlere Verbindung mit Sicherheit unattraktiv ist. Denn die mittlere Verbindung hat denselben Fahrpreis wie die erste Verbindung, aber eine längere Fahrzeit. Also weniger attraktiv als die erste Verbindung. Und die mittlere Verbindung ist auch weniger attraktiv als die zweite Verbindung ist, weil sie zwar dieselbe Fahrzeit hat, aber einen teuren Preis. Das heißt also, na, jetzt wollen wir doch mal hier die schönen Spielereien ausnutzen. So viel dazu. Aha, ich muss noch die Farbe natürlich wechseln. So, na, ich muss noch die Strichdecke wechseln. Okay. Jetzt haben wir es endlich. Also, diese Verbindung interessiert uns nicht. Naja, eigentlich sollte ich die jetzt natürlich rot malen. Also Sie sehen, ich bin immer noch ein bisschen hier am Üben. Also das soll jetzt mal ein Rot sein. Und die anderen beiden sind grün. So. So. Weil sie die rote Verbindung, also diese komische Farbe, die Sie da in der Mitte sehen, ist auch bei mir nicht wirklich rot, weil ich ja vorher mit Gelb rumgeschwänzt habe und offensichtlich ist das nicht hundertprozentig deckend, sondern es ist jetzt so ein komisches bräunlich geworden. Also, das ist jetzt rot. Mal gucken, wenn das tatsächlich ein Rot wäre, dann müsste ich ja einfach nur das Gelbe dahinter löschen. Ja, komm. Ja, also, nee, funktioniert nicht. Also, worauf ich hinaus will, ist natürlich, die erste und die dritte Verbindung sind nicht dominiert. Hier in diesem kleinen Beispiel, die mittlere Verbindung ist dominiert. Und wir wollen nur nicht dominierte Verbindungen haben. Hier in diesem Beispiel sind zwei Drittel aller Verbindungen nicht dominiert. Aber natürlich ist das nicht die Realität. In der Realität hätten sie eine riesengroße Zahl von dominierten Verbindungen und eine relativ kleine Zahl von nicht dominierten Verbindungen. Tatsächlich ist es auch so, dass wir vor vielen Jahren Computerstudien bei uns gemacht haben, wo wir festgestellt haben, vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Wenn wir alle diese nicht dominierten Verbindungen finden, machen Sie sich klar, dann haben wir alle Kundenprofile, für alle Kundenprofile
nicht nur für die drei Extremen, minimale Fahrzeit, sonst alles egal, minimaler Fahrpreis, sonst alles egal, maximale Bequemlichkeit, sonst alles egal, nicht nur für diese drei Extreme, sondern auch für jedes Mischkundenprofil haben wir eine attraktive, eine bestmögliche Verbindung gefunden, weil im Umkehrschluss für jedes Kundenprofil ist die bestmögliche Möglichkeit auf jeden Fall ein solches Pareto-Optimum, eine nicht dominierte Lösung. Was wir gefunden haben in Computerstudien ist, dass wir, wenn wir versuchen, eine Auswahl zu finden von solchen nicht dominierten Lösungen, von solchen Pareto-Optima, dann reicht in der Regel fast immer eine einstellige oder eine kleine zweistellige Zahl von Verbindungsvorschlägen aus, um alle Kundenprofile tatsächlich abzudecken. Das heißt, so unrealistisch, wie das jetzt zunächst mal geklungen haben mag, ist es gar nicht, so vorzugehen. So, kommen wir hier wieder zurück. So, was dominiert ist, haben Sie in dem Beispiel gesehen, diese mittlere Verbindung, die ich mit irgendwas angestrichen habe, was entfernt als rot interpretiert werden könnte, die ist dominiert. Mindestens, es gibt eine andere Verbindung, eine andere Lösung, die in jedem Kriterium mindestens so gut ist und echt besser in wenigstens einem dieser Kriterien. Und wenn eine Lösung in diesem Sinne nicht dominiert ist, dann nennt man sie Pareto-optimal oder als Substantiv ein Pareto-Optimum. Unter diesem Stichwort finden Sie die Thematik allgemein in der Literatur. So, das war jetzt nur ein kleiner Exkurs in eine kleine Betrachtung, was passiert, wenn wir denn, oder was kann man tun, was sollte man tun, wenn man mehrere Kriterien hat. Ich möchte jetzt noch mal zu einer konkreten Anwendung kommen. Jetzt nicht kürzeste Wege, sondern längste Wege. Das heißt also dieselbe Problemstellung, gegeben ein gerichteter Graph mit Kantenlängen, mit einer Länge für jede Kante und ein Start- und ein Zielknoten oder ein Start und viele Zielknoten, das ist ja das Dijkstra-Modell, finde einen längsten Pfad. So, und wie üblich werden auch in dieser Anwendung die Längen auf den Kanten nicht negativ sein. Das ist allgemein ein Problem. Wenn bei kürzesten Pfaden, wie Sie das aus der AOD, aus der GDI2 kennen, mit nicht negativen Kantenlängen, das ist gut lösbar. Das funktioniert etwa mit dem Algorithmus von Dijkstra, haben Sie kennengelernt. Wenn Sie stattdessen längste Wege berechnen wollen mit nicht negativen Kantenlängen, dann haben Sie im Allgemeinen ein NP-schweres Problem. Die Problematik kommt daher, dass Sie, wenn Sie einen Zyklus haben, auf dem mindestens eine Kante echt positiv ist, also nicht alle Kantenlänge 0 haben, ja, wenn Sie sich einen Weg vorstellen vom Start zum Ziel, der an diesem Pfad vorbeikommt, an diesem Zyklus vorbeikommt, dann können Sie auch einmal diesen Zyklus durchlaufen und haben einen längeren Pfad. Und wenn Sie ihn einmal durchlaufen können, können Sie auch zweimal durchlaufen, haben Sie noch einen längeren Pfad. Und dann können Sie nochmal durchlaufen und nochmal durchlaufen und kriegen immer längere Pfade. Also die Problemstellung ist erst einmal unbeschränkt. Es gibt keinen längsten Pfad. Sie können immer noch einen längeren Pfad finden, indem Sie noch einmal mehr durch den Zyklus laufen. Jetzt könnte man natürlich die Problemstellung abändern und könnte sagen, ja, okay, ich will den längsten Pfad haben, der zyklusfrei ist, der eben nicht ein einziges Mal durch so einen Zyklus durchläuft. Das ist eine vernünftige Problemstellung. Nur, das ist NP schwer. Genauso wie kürzeste Pfade in dem Moment, wenn negative Zyklen irgendwo im Graphen drin sind, NP schwer wird, aus demselben Argument. Jedes Mal, wenn Sie durch diesen Zyklus durchlaufen, können Sie den Pfad wieder ein Stück verkürzen, können immer kürzere Pfade finden und man kann beweisen, das machen wir ja hier aber natürlich nicht, wenn Sie ganz analog sagen, ich will jetzt den kürzesten Pfad finden, der keinen Zyklus enthält, diese Problemstellung ist NP schwer.
Das ist in dem Fall hier aber überhaupt kein Problem, denn wir haben hier einen azyklischen Graphen in dieser Anwendung. In den azyklischen Graphen werden Sie keine Zyklen finden, sagt er. Logisch, sonst wäre der Begriff azyklisch schlecht gewählt. So, also wir haben ein längstes Wegeproblem. Was ist denn überhaupt erstmal Scheduling oder Scheduling? Ja, da gibt es verschiedene Aussprachen im Englischen. Sie haben irgendetwas, was Sie planen wollen, was Sie auf der Zeitachse planen wollen und was sich in viele einzelne Teilaufgaben zerlegen lässt. Diese Teilaufgaben sind hier diese Aktivitäten, die man in der Literatur typischerweise unter dem Namen Jobs findet. Das sind diese Teilaufgaben, die Sie alle erledigen müssen. Ich hatte mal vor vielen Jahren versucht, von dem Wort Job wegzukommen und wirklich ein intuitiveres Wort zu verwenden, Aktivität oder irgendwas, aber ich habe gemerkt im Vortrag, in der Vorlesung, ich komme immer wieder auf das Wort Job zurück, das habe ich das aufgegeben. Also wir verwenden hier das Wort Job, was auch das gängige Wort in der Literatur ist, in der englischsprachigen Literatur zumindest, in der deutschsprachigen teilweise dann auch übernommen aus dem Englischen. So, und da gibt es natürlich dann verschiedene Bedingungen, die Nebenbedingungen, die einzuhalten sind, verschiedene Regeln, die einzuhalten sind. Zum Beispiel Reihenfolgebeziehungen, dass nicht jede Aktivität vor jeder anderen sein darf, sondern dass die aufeinander aufbauen. Teilweise Zeitfenster, dass bestimmte Aktivitäten nur in bestimmten Zeitfenstern stattfinden können. Und noch Ressourcenbeschränkungen. Das bleibt auf dieser Folie jetzt erst einmal ganz allgemein. Das gucken wir uns an einem einfachen, illustrativen Beispiel an, was das konkret heißen könnte. Das ist jetzt ein Beispiel, bei dem man sicherlich nicht groß mit IT rumhantieren würde, um die Planung zu optimieren. Weiß ich nicht. Also im Normalfall natürlich nicht. Es dient wirklich nur der Illustration. So, wenn Sie ein Haus bauen, dann ist das ein Projekt von der Art, wie das auf der letzten Folie die Rede war. Sie haben eine Riesenvielzahl von Aktivitäten, die zu erledigen sind. Das hängt von Ihrer Granularität ab, in der Sie das Ganze betrachten müssen. Davon hängt es ab, was für Aktivitäten es sind. Ja, extrem hohe Granularität hieße, dass Sie jeden einzelnen Ziegel, den Sie verbauen, als eigene Aktivität ansehen. Das ist sicherlich ein bisschen zu granular. Oder eine Aktivität könnte etwa sein, irgendwo in einer Mauer, die hochgezogen worden ist, ein Fenster einzufügen oder eine bestimmte elektrische Installation vorzunehmen. Oder wenn Sie sich leisten können, das noch weniger granular zu sehen, dass Sie sagen, die Gesamtaktivität Fenster einbauen ist eine der Aktivitäten und die Gesamtheit aller elektronischen und elektrischen Installationen, das zu machen, ist eine Aktivität. Das ist wahrscheinlich ein bisschen zu wenig granular. Aber hier zum Beispiel, na gut, das ist, glaube ich, ein bisschen auch zu wenig granular, den Kellerbau als eine einzige Aktivität zu sehen. Das würde man sinnvollerweise sicherlich in kleinere Aktivitäten zerlegen zur Planung. Genauso gut eine Mauer hochziehen, eine einzelne Mauer hochziehen, das ist vielleicht der richtige Grad an Aktualität. Oder ein einzelnes Fenster einfügen, das wäre ein richtiger Grad an Aktivität, wo man dann etwa solche Reihenfolgebeziehungen drauf definieren kann. Erst wenn ich eine Mauer hochgezogen habe, kann ich da natürlich ein Fenster einbauen, also Glasscheibe und Rahmen und so weiter. Gut, das ist natürlich ja, abhängig von der Technik. Im Fertigbauweise würden die Sachen vielleicht ein bisschen anders aussehen als in Massivbauweise. Hier ist natürlich noch ein nicht ganz ernst gemeintes, aber
auf die illustratives Beispiel. Sie können das Dach erst beginnen zu bauen, nachdem sämtliche, zumindest die tragenden Wände, alle hochgezogen worden sind. Also das ist hier ein bisschen vielleicht sogar zu einfach formuliert. Die nicht tragenden Wände können natürlich auch erst dann gebaut werden oder parallel dazu, dass sie das Dach aufs Haus setzen. Aber ich denke, es wird klar, was mit diesen Reihenfolgebeziehungen gemeint ist. Sie haben eine Reihenfolgebeziehung zwischen zwei Jobs. Das bedeutet, der eine Job muss zu Ende sein, bevor der nächste Job beginnen darf. Oder Sie haben eingeschränkte Ressourcen, ja? Denken Sie an eine Großbaustelle. Gut, Sie haben eben, wenn Sie selber als Bauherr, ich glaube, das gibt es noch nicht in gendersensibler Form, das Wort Bauherr. Wenn Sie da selber ein Familienhaus in Auftrag geben, dann gibt es eine Zeit lang da einen Kran und alle Aktivitäten, die einen Kran benötigen, müssen serialisiert werden, ja, weil der Kran eben nur eine Aktivität gleichzeitig machen kann. Wenn Sie eine Großbaustelle haben, dann haben Sie da vielleicht drei Kräne und das heißt, dass die Aktivitäten nicht unbedingt serialisiert werden müssen, aber es muss gewährleistet sein in Ihrer Planung, dass nicht mehr als drei Jobs gleichzeitig bearbeitet werden, wenn Sie die alle drei einen Kran benötigen. Sie haben natürlich auch noch weitere Ressourcen, Fahrzeuge beispielsweise, Baufahrzeuge. Als ich das erste Mal die Folien gebastelt hatte, war ich noch ein bisschen am Zögern, ob ich Menschen als Ressourcen hier subsumieren sollte. Heutzutage ist das kein Problem. Man redet von Human Resources, auch ganz, ganz normal im Deutschen, HR. So, aber damals, vor wie lange ist das her? Vor vielleicht 15 Jahren war das noch nicht so weit verbreitet, von Menschen als Ressourcen zu sprechen. Also Sie haben irgendwelche Spezialisten, Elektriker, Klempner, was weiß ich. Sie haben auch andere Leute, die eben nicht Spezialisten sind, sondern angelernte Kräfte. Dann haben Sie potenziell frühest und spätestens Startzeiten für irgendwelche Aktivitäten, ja. Denken Sie an Kellerbau, da wird man versuchen, die Frostperiode zu vermeiden, aus einsichtigen Gründen. Andere Zeitfenster kommen ins Spiel. Sie haben den Kran gebucht für eine bestimmte Zeitperiode von Mai bis Juli und alle Aktivitäten, die den Kran benötigen, müssen halt zwischen Mai und Juli dann entsprechend eingeplant werden. Also, das wäre nur zeitweise Verfügbarkeit von Maschinen wie Krähen oder dass sie eben mit ihrem Fliesenlegerfirma abgemacht haben, die haben Zeit in der Kalenderwoche so und so. Dann müssen also alle Fliesenlegeraktivitäten in diese Kalenderwoche reingeplant werden. Das heißt, alle Aktivitäten, die vorher ausgeführt werden müssen, müssen rechtzeitig vor dieser Kalenderwoche sein. Möglicherweise sogar noch sehr viel vorher, weil ja erstmal der Estrich dann trocknen muss und so weiter. Also, das kann natürlich dann auch nochmal im Einzelfall dazu führen, dass es nicht ein Zeitfenster gibt für bestimmte Aktivitäten, sondern dass es mehrere Zeitfenster gibt und dazwischen dürfen die Aktivitäten nicht laufen. Aber das gucken wir uns hier zur Einfachheit halber in diesem einfachen illustrativen Beispiel nicht an. So, jetzt die Schlüsselbeobachtung, überhaupt an so eine Problemstellung ranzugehen, also jeden einzelnen Job einen Zeitpunkt zuzuordnen, wann der starten soll, sodass alle diese Nebenbedingungen erfüllt sind, sodass also die Zeitfenster eingehalten werden, die Reihenfolgebeziehungen eingehalten werden und dass keine Ressource
übernutzt wird zu keinem einzigen Zeitpunkt, in keiner einzigen Sekunde und unter diesen Bedingungen dann einen möglichst schnelles Ende der Bauzeit. Ja, sie wollen, also wenn sie was, sie wollen möglichst schnell einziehen, möglichst schnell aus ihrer Mietwohnung ausziehen, damit sie da nicht mehr länger Miete zahlen müssen. So, und die Schlüsselbeobachtung zur Lösung dieser Art von Probleme ist, wenn wir mal für einen Moment annehmen, dass es keine eingeschränkten Ressourcen gibt, dass wir unendlich viele Kräne haben, unendlich viele helfende Hände und so weiter und so fort, dann können wir das Ganze zurückführen auf ein längstes Wegeproblem. Wir werden dann nach dieser Rückführung dann uns nochmal angucken, ja, was passiert, wenn wir doch eingeschränkte Ressourcen haben. Aber erstmal gucken wir uns den Fall an, dass es keine eingeschränkten Ressourcen gibt, dass es also nur Zeitfenster gibt als Einschränkung und Reihenfolgebeziehungen. So. Das sieht jetzt etwas kompliziert aus, aber wie so häufig lässt sich das gut, denke ich, darstellen mit einer kleinen Zeichnung. Jetzt muss ich nur wieder hier gucken, dass ich das nicht übereinander schreibe. So, ein neues Blatt. Wo ist der Stift? Da. So. Hat er mich gefunden? Ja, jetzt hat er mich. Vielleicht mache ich das mal ein bisschen hier zur Seite, dass die Sichtfläche ein bisschen größer wird. So, was habe ich denn jetzt hier eigentlich? Was habe ich denn jetzt eigentlich? Ich will einen Stift haben und ich will die Farbe schwarz haben. So. Die Liniendicke ist noch falsch. Ah ja, richtig, danke. So, sowas. Ich glaube, die dünnste will ich haben, weil ich auch ein bisschen Schrift haben will. So. So, die Modellierung sieht wie folgt aus. Ich verwende die Terminologie von der Folie, die ich jetzt mal schnell zur Seite geschoben habe, damit Sie das eins zu eins vergleichen können. So, wenn ich jetzt einen Job mit der Nummer I habe, warum ist denn hier. So. So. Dann modelliere ich den Job nicht als einen Knoten, wie man denken würde, sondern als eine Kante. Das ist der Job Nummer I. Und hier habe ich einen Knoten jetzt V von I und einen Knoten W von I. Und hier habe ich eine Dauer dieses Jobs I. Ja, das ist der Grund, warum ich das Ganze als einen Job als Kante modelliere, weil wir im kürzesten Wege oder im längsten Wegeproblem in diesem Fall eben Dauern auf Kanten haben. Und irgendwo muss ich die Dauer eines Jobs ausdrücken. Die drücke ich da auf dieser Kante aus. So, das ist nicht der einzige Job, den wir hier haben, sondern wir haben vielleicht noch einen zweiten Job. Also wir haben natürlich 357 Millionen Jobs da drin. Aber das ist der Job Nummer J. Aber halt V soll das sein. Entschuldigung, V soll dieser Job sein. Und hier ist der Job, dieser Knoten. Und dieser Knoten, warum wird das wieder nicht richtig angezeigt? So. WJ und eine Dauer DJ. Zwei Jobs reichen zur Darstellung, worauf ich hinaus will. Und das J, das ist gar nicht mehr da unten zu sehen. Muss ich hier nochmal ein bisschen dazu malen. So, das ist der Job J. So, jetzt haben Sie hier, also wenn die beiden in Reihenfolgebeziehung zueinander stehen, wenn I fertig sein muss, bevor J beginnen darf, dann ziehe ich hier eine Kante mit Länge 0. Ja? Ups. Irgendwie greift der nicht wirklich so gut. Also das soll eine 0 sein. Also vielleicht muss ich das doch noch mal kurz hier alles löschen. So, na, weg damit. Und wieder noch mal versuchen zu zeichnen. So, jetzt hat das.
So, das ist unser Startnoten-R hier und zu jedem Job male ich dann auch noch mal eine Kante hin. Was ist auf dieser Kante abgetragen? Das mache ich jetzt nur mal für eine der beiden hier. Was ist da die Länge? Das ist die früheste, der Anfang des Zeitfensters für den Job J. Früheste Startzeit für Job J. So, also ich hoffe, Sie können bei dieser Krakelei irgendwie so noch ein bisschen was erkennen. Das geht leider an der Ta also an der Tafel geht es eigentlich ein bisschen schöner mit den Zeichnungen, aber die Tafel hat dafür einen offensichtlichen Nachteil oder mehrere offensichtliche Nachteile. Erstens, dass die nachhaltige Speicherung deutlich umständlicher ist und zweitens, dass ich laufend hier am Wischen bin und jedes Mal, wenn ich auf der Tafel was mache, muss ich dann hier, also ich kann nicht einfach so hier hin und her springen, sondern muss die Tafel laufend hoch und runter schieben. Gut. Was ist das jetzt? Was habe ich da jetzt gezeichnet? Oder warum? Was bringt das jetzt? Also, dieser Job J, dessen Startzeitpunkt ist, andersrum, wir berechnen jetzt längste Wege von R aus, von der Wurzel aus. Und Sie stellen sich vor, das sind nicht nur zwei Jobs, sondern es sind 357 Millionen Jobs in diesem Modell drin, die ebenso mit R und untereinander verknüpft sind. Und die Jobs sind alle genauso mit zwei Knoten und einer Kante dazwischen, wo die Länge des Jobs, die Dauer des Jobs drauf ist, eben dargestellt. So, wir lösen jetzt ein längstes Wegeproblem. Das ist in einem azyklischen Graphen, also wenn dieser Graph zyklisch wäre, dann wäre das Ganze nicht lösbar, denn zyklisch hieße ja, Sie haben Reihenfolgebeziehungen. Ein Zyklus heißt, Sie haben Reihenfolgebeziehungen, die zyklisch sind. Ja, anders können Sie keinen Zyklus da drin basteln. So, wenn Sie von einem Job A, also ein Job A muss beendet sein, wenn Sie sich einen Zyklus vorstellen, ein Job A muss beendet sein, bevor B beginnen darf, B muss be beendet sein, bevor C beginnen darf, C muss beendet sein, bevor D beginnen darf und D muss wieder beendet sein, bevor A beginnen darf, ist nicht lösbar. Also, in dem Moment, wo Sie überhaupt einen Zyklus drin haben, wissen Sie von vornherein, bevor Sie irgendwas berechnet haben, das Ganze ist nicht lösbar. Das ist ein unauflösbarer zyklischer Konflikt zwischen den Reihenfolgebeziehungen. So, also können wir ohne Einschränkung davon ausgehen, dass wir keine Reihenfolgebeziehungen da drin haben. Entschuldigung, keine Zyklen da drin haben. Wir haben keine Zyklen. So, jetzt geht das recht einfach, hier jetzt an dieser Stelle diese längsten Wege zu berechnen. Alles, was Sie tun müssen, ist vielleicht dann nochmal auf einer neuen Seite. Alles, was Sie tun müssen, ist von links nach rechts, also in so einer Ordnung durchgehen, in so einer sogenannten topologischen Sortierung für einen Knoten. In dem Moment, wenn für diese Knoten, in die, von denen aus Kanten in diesen Knoten hier reingehen, wenn dafür die längste Wegedistanzen berechnet sind, dann haben Sie alle Informationen, die Ihnen ausreicht, um für diesen Knoten längste Wege, den nächsten Weg zu berechnen. Denn Sie nehmen für jeden einzelnen dieser reingehenden Kanten, nehmen Sie die schon vorher berechneten, den vorher berechneten längsten Wegedistanz des Knotens plus die Länge der Kante. Und eine dieser Möglichkeiten muss die längste Wegedistanz dieses Knotens hier sein. Geht gar nicht anders. Und das heißt, das Maximum aus diesen Werten, wenn Sie hier einen, also hier wollen Sie für W haben, hier haben Sie einen Knoten V, 1, 2, 3, und haben jeweils eine Länge, eine Distanz, d von VW jeweils drauf. Das heißt, was Sie haben als längster Weg, Wegelänge für W ist
Das Maximum von, wie kürze ich das jetzt ab? Also, ich nenne das jetzt mal Groß Delta von W. Die längste Weglänge von der Wurzel nach W ist das Maximum aus allen diesen Delta von V plus Dauer von VW, die Distanz von V nach W und das über alle Kanten VW, die Sie da so haben. Ja, das heißt also, in einem azyklischen Graphen können Sie problemlos die Distanzen berechnen. Von der Wurzel durchgehend bis zu jedem einzelnen Knoten. So, was machen Sie jetzt mit diesen Distanzen? Gehen wir nochmal zurück auf das vorhergehende Bild. Der Distanzwert für einen Knoten VI soll die Startzeit sein, dieses Jobs I. Der Distanzwert des Knotens WI ist dann automatisch, das ergibt sich automatisch, um DI-Einheiten größer als der Distanzwert von VI, weil ja nach WI nur ein einziger, gucken Sie sich das an, in einen W-Knoten WI, WJ geht immer nur eine einzige Kante rein, nämlich die Kante dieses Jobs. Das heißt, wenn Sie da über alle reingehenden Kanten, so wie eben beschrieben, das Maximum hernehmen, dann ergibt sich automatisch, der Distanzwert von WI ist gleich der Distanzwert von VI plus der Dauer DI. Das heißt also, wenn Sie sagen, wenn wir jetzt festlegen, der Startzeitpunkt des Jobs I soll der Distanzwert bei längste Wegedistanz von VI sein, dann ist automatisch der Distanzwert bei WI das Ende. Der Endzeitpunkt der Bearbeitung dieses Jobs. So, und was haben wir jetzt hier? Das wird, denke ich, an diesem einen kleinen Beispiel schon offensichtlich. Dieser Job darf erst starten, erstens, wenn diese früheste Startzeit eingehalten ist und zweitens, wenn diese Reihenfolgebeziehung eingehalten ist. Also diese früheste Startzeit für den Job I plus die Dauer. Früher darf dieser Job nicht starten. Das heißt, das Maximum aus den beiden Wegen ist die frühestmögliche Startzeit, die dieser Job haben kann. Und das Maximum dieser beiden Wege ist halt in diesem Beispiel die längste Wegedistanz von R zu diesem Knoten, nämlich einmal diesen Weg und einmal diesen Weg, das Maximum aus beiden. Beide Bedingungen müssen erfüllt werden. Erst wenn diese Zeit vergangen ist hier oben und wenn diese Zeit vergangen ist hier unten, erst dann darf der hier starten, dieser Job. Und das Argument können Sie natürlich unmittelbar, ich denke, das ist einsichtig, aus diesem einfachen Beispiel mit zwei Jobs übertragen auf ein beliebig großes Beispiel, wo Sie dann eben nicht mehr zwei Wege haben, sondern beliebig viele. Aber das Argument ist immer noch dasselbe. Wenn alle Längen von allen Pfaden von R zu diesem Job, ja, wenn diese Dauern alle erreicht sind, dann darf dieser Job starten. Früher nicht. Ab da darf er starten. Und damit haben wir eine gute Korrespondenz. Was wir berechnet haben, sind die frühestmöglichen Startzeiten für alle Jobs, wenn die Präzedenz, die Reihenfolgebeziehungen eingehalten sind hier und die frühesten Startzeiten eingehalten sind hier. So, gehen wir jetzt wieder zurück auf die Folie. So, für jeden einzelnen Job gibt es, ich weiß nicht, warum ich die jetzt Item genannt habe hier, ich glaube, das ist noch übrig geblieben von meinem Versuch, von Jobs wegzukommen als Begriff. Also wir haben die Knoten VI und WI gesehen und die Kante VI, WI mit der Länge DI, die Dauer des Jobs, wie lange die Bearbeitungszeit ist. Und für eine Reihenfolgebeziehung, der zweite Punkt hier, haben wir gesehen, es gibt eine Kante, die den Endknoten des ersten Jobs mit dem Startknoten des zweiten Jobs verbindet und die Länge 0 hat. Wenn Sie noch eine Wartezeit
brauchen. In dem Beispiel, was ich genannt hatte, erst muss der Estrich trocknen, bevor Sie die Fliesen drauflegen können. Dann könnten Sie hier anstelle der Länge 0 eben diese Wartezeit als Länge hineinsetzen. Darauf werden wir nochmal systematischer später im Laufe des Semesters zu sprechen kommen. Hier nun mal so viel gesagt. So, wir haben dann diesen Startknoten, die Wurzel tatsächlich auch eingefügt und von der Wurzel zu jedem einzelnen Job, zum Startknoten Ihres Jobs, jeweils eine Kante eingefügt und die Länge ist die früheste Startzeit. So, und das war jetzt die ganze Argumentation. Wenn wir jetzt die längsten Wege, Distanzen von diesem Startknoten, von diesem künstlichen Knoten überall hin berechnen, dann kriegen wir die frühestmöglichen Startzeiten bei jedem dieser Startknoten Vi. Was dann bedeutet, bei den Endknoten WI kriegen wir die frühestmöglichen Endzeiten dieser einzelnen Jobs heraus. So, jetzt fehlt aber noch etwas dabei. Und das ist etwas, was ich nicht verstehe, auch in der letzten Prüfungssaison wieder. Fehlte bei den Leuten im Kopf immer dieser letzte Punkt hier. Also anscheinend haben sich die Leute dann doch, einige nur, wir reden nicht von vielen, aber einige Leute haben sich dann doch offenbar beim Verständnis des ganzen Themas zu sehr an den Bildern orientiert und haben diesen Punkt übersehen, der in den Bildern nicht realisiert ist. Ich wüsste nicht, wie man die da ins Bild einbringen könnte. So. Wir haben eingebracht ins Bild, in das Modell, haben wir eingebracht die frühesten Startzeiten, ja, durch Kanten von der Wurzel zu jedem Startknoten. Die Dauern der Jobs sind ja auch in gewisser Weise Einschränkungen, die müssen ja auch berücksichtigt werden. Und die Reihenfolgebeziehung. Was wir aber nicht eingebracht haben ins Modell, in dieser Zeichnung, sind die spätestmöglichen Startzeiten. Ja, wenn wir Zeitfenster haben, haben wir frühestmögliche Startzeiten, die haben wir eingebracht. Und wir haben auch spätestmögliche Startzeiten, die haben wir nicht eingebracht. Brauchen wir aber auch nicht ins Modell einbringen. Die sind implizit drin und das sagt dieser letzte Punkt, der, wie gesagt, öfters mal bei Prüfungen den Leuten nicht präsent ist. Nämlich, wir haben ja die frühesten Startzeiten jetzt berechnet, die frühestmöglichen Startzeiten. Und jetzt gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder jedes dieser Werte ist tatsächlich im Zeitfenster gelandet, ist tatsächlich nicht später als die spätestmögliche Startzeit für diesen Job. Dann haben wir es gelöst. Ja, auch wenn wir die spätesten möglichen Startzeiten nicht explizit berücksichtigt haben, ist in diesem Fall damit alles paletti. Ja, so habe ich diesen Fall gerade definiert. Oder es gibt eine Verletzung. Ja, dass eine dieser Startzeiten von irgendeinem Job, mindestens eine, später ist als die späteste erlaubte Startzeit. Und in dem Fall wissen wir, es ist keine Lösung möglich, denn das war die frühestmögliche Startzeit, die früheste mögliche Startzeit später als die späteste erlaubte Startzeit gibt keine zulässige Lösung mit allen diesen Nebenbedingungen. So, und damit ist diese Reduktion schon zu Ende diskutiert. Zunächst einmal, was wir aber eben gesagt haben, ist, dass wir beschränkte Ressourcen nicht betrachtet haben bisher, also Kräne oder Klempner oder was auch immer. So, das haben wir nicht drin. Wir können auch nicht hoffen, dass wir das irgendwie durch scharfes Hinsehen, wie in den bisherigen Beispielen, irgendwie reinkriegen, denn das längste Wegeproblem ist nun mal polynomial lösbar, so in dieser Variante im azyklischen Graphen sogar in linearer Zeit lösbar. Und damit will ich Sie hier nicht traktieren, ich will es Ihnen nur zur Kenntnis geben, wenn Sie Ressourcenbeschränkungen, schon recht einfache Ressourcenbeschränkungen, schon recht harmlos aussehende Ressourcenbeschränkungen mit hineinnehmen, dann
wird das Problem sehr schnell NP schwer. Also Sie können nicht hoffen, dass das irgendwie dann funktioniert, dass Sie das da noch irgendwie reinkriegen. Trotzdem hatte ich gesagt, diese Betrachtung, dass wir zunächst mal die eingeschränkten Ressourcen nicht berücksichtigen, ist durchaus ein Schlüssel zur Lösbarkeit des Ganzen. Das ist dieser letzte Spiegelstrich auf dieser Folie. Und wie Sie sehen, das gucken wir uns auf der nächsten Folie an. Ich glaube, das muss ich auch wieder hier ein bisschen zeichnerisch versuchen zu illustrieren. So, also wieder mal hierhin, eine neue Seite. So, auch hier eine neue Seite. Also, was machen wir? Wir lösen das Problem zunächst einmal und ignorieren dabei die ganzen beschränkten Ressourcen. So, jetzt kann es zufällig so sein, dass wir rein zufällig, weil es gerade gut geklappt hat, dass wir, weil gerade die Beschränkungen so gestaltet sind, kann es zufällig so sein, dass wir tatsächlich trotzdem alle Ressourcenbeschränkungen erfüllen. Dass wir zu keinem Zeitpunkt mehr Kräne verwenden, als da sind, dass wir zu keinem Zeitpunkt mehr Fliesenleger benötigen, als vorhanden sind und so weiter und so fort. Zufälle gibt es ja. Ja, man darf ja mal träumen. Aber im Normalfall wird das nicht der Fall sein, sondern im Normalfall werden Sie irgendwo Verletzungen haben. Also zum Beispiel, ich will das mal versuchen so zu zeichnen. Sie haben jetzt hier, na, findet er mich? Ja. Sie haben jetzt hier die Zeitachse. Und Sie haben jetzt, irgendwo fängt das hier bei 0 an, also Projektbeginn. Und Sie haben jetzt hier munter irgendwelche Aktivitäten eingeplant. So, vielleicht mache ich das mal so. So. Und diese speziellen Aktivitäten hier habe ich jetzt hier unten die. Mal gucken, ich bin hier optimistisch. Ich versuche es nochmal hier ein bisschen damit herumzuspielen. So. Mal gucken, was für ein Rot jetzt rauskommt. Also, diese vier. Ja. Der hier, der hier. Die brauchen alle einen Kran und wir haben nur beispielsweise drei Kräne. Machen wir es mal als Argument nur mit drei Kränen. Und Sie sehen, wo passiert das Problem? Das Problem passiert zum ersten Mal an dieser Stelle, wo zum ersten Mal vier Kräne gleichzeitig gebraucht werden, aber nur drei Kräne da sind. So, diesen Konflikt muss man also auflösen. Also ich sehe hier dank der überragenden Beamer-Bildqualität sind das alles für Sie fast dieselben Farben, aber ich denke, es wird hoffentlich auch klar sein. Jedenfalls kann ich Ihnen garantieren, wenn Sie sich das Ganze am Bildschirm ansehen oder ausdrucken, dass Sie dann doch vernünftig die Farben sehen können. So, wie kann man das jetzt lösen? Indem man, also bedenken Sie, wir haben die frühestmöglichen Startzeiten berechnet. Unter Berücksichtigung von einigen Nebenbedingungen, aber eben nicht unter Berücksichtigung von den Nebenbedingungen, die jetzt schiefgehen, nämlich die eingeschränkten Ressourcen. Das heißt also, wenn wir einen Konflikt auflösen, dann müssen wir irgendwelche Jobs auf der Zeitachse nach rechts oder nach links schieben, logisch. Nach links schieben geht nicht. Wir haben nur
die, wir haben ja alles so weit nach links geschoben wie nur irgend möglich. Nach links schieben können wir nie was. Wir haben keine Wahl, wir müssen nach rechts schieben. Und das ist gut. Ich weiß nicht, ob Ihnen das klar ist, aber im Algorithmisch, wenn Sie einen Algorithmus bauen, um hier irgendwas zu optimieren, zu reparieren, wie in diesem Fall oder sowas, ist es immer wunderbar gut, wenn Sie keine Wahl haben. Wenn Sie keine Wahl haben, wenn Sie wissen, in welche Richtung es gehen muss, können Sie nichts falsch machen. Sie haben natürlich noch eine Wahl hier, nämlich welche dieser Jobs Sie weiter nach rechts verschieben. An dieser Stelle kommt dann hinein, dass die Problemstellung NP schwer ist. Also, Sie können zum Beispiel sagen, okay, ich nehme den Job her, den ich am wenigsten weit nach rechts schieben muss, um den Konflikt, also der Konflikt ist ja in diesem Intervall, um diesen Konflikt zu aufzulösen. Und wenn ich das so vom per Augenmaß richtig sehe, dann wäre das der Job hier unten. Oder Sie sagen als eine andere Heuristik, naja, ich will so wenig weit nach rechts irgendwas machen, dann wäre das der Job hier oben, den Sie so weit verschieben, den hier oder vielleicht den hier, den Sie so weit verschieben nach rechts, dass in diesem Intervall kein Konflikt mehr ist. Also so weit, dass das linke Ende dieses Jobs, der Startzeitpunkt dieses Jobs, am Ende dieses Intervalls ist. Da können Sie Fehler machen in dem Moment, dass Sie den falschen Job auswählen, um den Konflikt auszulösen. Das ist der Fehler, der dafür, der möglich. Es muss ja nicht einer von den beiden Jobs der richtige sein. Es kann sogar schlimmstenfalls der zweite von oben sein, den Sie verschieben müssen, weil Sie können ja mit dieser Taktik, die ich jetzt hier beschreibe, können Sie ja nicht voraussehen. Es kann sein, wenn Sie den obersten Job oder den untersten Job nach rechts verschieben, um den Konflikt auszulösen, dass Sie sich dann später weiter rechts dann irgendwelchen Blödsinn einhandeln, irgendwelche optimalen Möglichkeiten verbauen, die Sie sich vielleicht nicht verbauen, wenn Sie einen der anderen beiden Jobs nach rechts verschieben. Das können Sie nicht so ohne weiteres wissen. Jetzt kann man damit auf verschiedene Art und Weisen umgehen, dass man eben sagt, ja, mir ist die Laufzeit des Algorithmus am wichtigsten, ich bin bereit, hier Fehler zu machen, ich nehme mir einen Job her, der mir sinnvoll erscheint und verschiebe den weiter nach rechts, die anderen Jobs lasse ich, wie sie sind. Dann ist dieser Konflikt aufgelöst. Oder dass sie sagen, nee, ich will ein bisschen mehr Rechenzeit reingeben, rein investieren und ich probiere verschiedene Richtungen. Mal mit dem Job gucken, was weiter passiert, mal mit dem Job gucken, was weiter passiert. So, was heißt denn, was weiter passiert? Das heißt, an dieser Stelle, bis zu diesem Zeitpunkt hier, rechte Grenze des Intervalls, wenn keine weiteren Konflikte in dem Intervall sind, bis dahin gibt es keine Konflikte mehr. Ja? Sie haben in der Zeit den ersten Konflikt hergenommen und haben den durch Verschiebung mindestens eines Jobs, wenn Sie weniger Grenzen zur Verfügung haben, müssen Sie entsprechend mehr Jobs verschieben, haben den durch Verschiebung von einem oder mehreren Jobs nach rechts, haben Sie einen Konflikt aufgelöst. Und wenn vorher bis hierhin kein Konflikt war und Sie lösen die Konflikte hier aus, dann ist hinterher bis hierhin kein Konflikt. Dann können Sie weiter gucken. Also was Sie ganz konkret machen, was heißt denn das Verschieben? Das Verschieben heißt, dass Sie die früheste Startzeit dieses Jobs, den Sie verschieben wollen, auf diesen Wert hier setzen. Und dann lassen Sie wieder längste Wege laufen. Dann ist der Konflikt hier aufgelöst in dem neuen Ergebnis und potenziell kommen hier weitere Konflikte rein. Neue Konflikte, die vorher nicht drin waren oder Konflikte, die vorher auch schon drin waren. Ja, wir gucken ja nicht voraus. Wir gucken ganz strikt von links nach rechts durch. Erster Konflikt, zeitlich erster Konflikt, wird so aufgelöst, indem wir von mindestens einem Job die früheste Startzeit entsprechend hochsetzen, wieder laufen lassen vom längsten Wegeproblem. Dann ist dieser Konflikt ja wohl aufgelöst, automatisch aufgelöst und dann weiter gucken, weiter nach rechts, wenn wir hier alle Konflikte aufgelöst haben, weiter nach rechts gucken, sodass wir nach und nach ein immer breiteres Zeitintervall bekommen, wo es keine Konflikte gibt. Wenn wir jedes Mal nur eine Wahl treffen und sagen, okay,
wie ich das angedeutet habe, okay, ich entscheide mich ganz fest für einen dieser Jobs, den ich nach rechts verschiebe. Dann geht das Ganze sehr schnell durch, ja, einmal durch die Zeit durch. Jedes Mal bei jedem Konflikt, den Sie auflösen, nochmal ein längstes Wegeproblem. Ist jetzt auch nicht alle Welt viel Aufwand. Das geht recht schnell. Kann aber sein, dass Sie bei weitem nicht die beste Lösung gefunden haben, weil Sie potenziell, da Sie ja nicht vorausschauen, hier potenziell die falsche Wahl getroffen, eine schlechte Wahl getroffen worden ist. Oder alternativ, dass Sie sagen, okay, an dieser Stelle gibt es die plausible Möglichkeit, den Konflikt aufzulösen und die plausible Möglichkeit. Die anderen beiden erscheinen mir nicht so plausibel, die verfolge ich nicht weiter. Ich bin bereit, den Fehler zu riskieren, dass doch einer von den beiden die richtige, die beste Wahl gewesen wäre. Ich verfolge nur die beiden Wahlen, die beiden Jobs jeweils nur für sich genommen verschoben und den anderen so gelassen. Damit haben Sie natürlich mehr Möglichkeiten zu einer sehr guten Lösung zu kommen, aber sie haben immer, ja, immer den Zielkonflikt, je besser die Ergebnisse werden sollen, umso mehr Rechenzeit müssen sie reinbuttern und das ist ein ziemlich harter Zielkonflikt, wenn Sie sich das vorstellen. Sie haben ja nicht nur diesen einen Fall, wo sie zwei mögliche Richtungen, zwei mögliche weitere Wege verfolgen, sondern dann geht es ja weiter. Dann gucken Sie sich die neue Situation an, dann gibt es wieder zwei oder mehr Möglichkeiten, die Sie verfolgen können. Für jede der beiden Möglichkeiten, und das setzt sich natürlich fort, für jede der Möglichkeiten, der vier Möglichkeiten, die Sie so hatten, haben Sie wieder zwei Möglichkeiten und so weiter und so fort, und Sie wissen, wo das Ganze endet, in der kombinatorischen Explosion. Gut ist, die Erfahrung sagt, dass die Daten bei echten Projekten typischerweise so sind, dass gar nicht unbedingt eine kombinatorische Explosion passieren wird, dass man das durchaus einfangen kann. Das geht aber über die Vorlesung algorithmische Modellierung hinaus. Wenn Sie solche Methodiken kennenlernen wollen, lade ich Sie gerne ein in die Vorlesung Optimierungsalgorithmen in jedem Wintersemester. Hier betrachten wir die Modellierung, wie man überhaupt eine Problemstellung als irgendwas anderes modellieren kann und wie man dann Problemstellungen lösen kann, die allgemeinen Ansätze dafür. Die betrachten wir eben, wie gesagt, im Wintersemester in der Vorlesung Optimierungsalgorithmen. So, damit bin ich mit diesem Thema durch. Das, was ich hier auf den Folien habe, ist auch nichts anderes als das, was ich eben gesagt habe. Nur ein bisschen Terminologie, die ich noch verwendet habe. Also, wenn Sie drei Kräne haben und Sie haben irgendwo die Situation, dass Sie fünf Jobs gleichzeitig laufen haben, die jeweils einen Kran benötigen, dann müssen Sie zwei Jobs nach hinten verschieben, sonst haben Sie nichts gewonnen. Und was Sie brauchen ist eine Inklusionsminimale von Me Teilmenge dieser Jobs und das die hier in Konflikt zueinander stehen und eine inklusionsminimale Menge von Jobs, die gemeinsam wenigstens eine Ressource überbeanspruchen, zu irgendeinem Zeitpunkt bei diesem gegebenen so berechneten Schedule. Wir erzwingen die Auflösung dieses Konflikts, wie ich das eben beschrieben habe, anhand der Zeichnungen, indem wir für diese Auswahl von Jobs, diese zwei aus fünf, jeweils die frühestmögliche Startzeit so hoch setzen, dass sie jenseits von diesem Konfliktzeitraum sind. Und mit diesen neuen Startzeiten, mit diesen abgedateten Startzeiten berechnen wir wieder längste Wege, sodass dann jetzt bei diesen neuen längste Wege-Ergebnissen dieser Konflikt aufgelöst ist. Und das, was ich jetzt gesagt habe, 2 aus 5, wenn Sie drei Kräne haben, dass Sie, oder warten Sie mal, ja. Dass Sie zunächst einmal,
dass sie zunächst einmal vier, was hier gemeint ist, ja, Entschuldigung, was hier gemeint ist, auch wenn sie fünf Jobs haben, die gemeinsam drei Kräne übernutzen, dass sie die Strategie, wie sie hier formuliert ist, dass sie erstmal vier aus diesen fünf hernehmen, eine minimale Menge von Jobs, die gemeinsam zu einem Konflikt führen und dann von einem Job die Startzeit erhöhen entsprechend. Damit ist dieser Konflikt noch nicht hundertprozentig gelöst, aber das neue Bild gibt ihnen eine Idee, eine, unter Umständen eine bessere Idee, welchen Job sie als nächstes auswählen. So, das sind die Details. Inklusionsminimal, hier ist der Begriff Inklusionsminimal allgemein formuliert, das ist aus dem Bereich Mengenlehre. Wenn Sie hier eine Familie von Mengen haben, die können endlich oder unendlich groß sein, ist egal, kann auch gemischt sein. Sie haben die, und diese Familie von Mengen kann auch selber aus unendlich vielen oder endlich vielen Mengen bestehen, das ist auch egal. Und dann sagen wir, dass eine Menge daraus inklusionsminimal ist, wenn sie keine echte Teilmenge davon in dieser Familie finden. Und genau das haben wir. Wir haben inklusionsminimale Mengen von Jobs. Vier Jobs, die gleichzeitig drei Kräne benutzen. Ja, fünf wäre nicht inklusionsminimal, weil sie darin vier finden, die gleichzeitig drei Kräne benutzen. Das wäre inklusionsminimal. Das ist einfach nur, was hier dahinter steht. Einfach nur als Einschub, als Exkurs, eine Begriffsklärung, weil ich in früheren Jahren des Öfteren gemerkt habe, dass solche Begriffe wie inklusionsminimal gar nicht unbedingt aus der Mengenlehre bekannt sind. Nur nochmal hier eingeschoben. So, das ist genau das, was ich eben zeichnerisch nochmal auf der Zeitachse beschrieben habe, brauchen wir nicht nochmal durchzugehen. Systematischer heißt eben, dass wir die verschiedenen Optionen betrachten und jeweils gucken, was da passieren könnte. Aber es könnte passieren, wenn man so vorgeht, dass es wir dann in eine kombinatorische Explosion laufen. Wir brauchen dann weitere Maßnahmen, um diese kombinatorische Explosion zu vermeiden. Hier ist noch ein kleines Artefakt. Das war, meine Vorlesung Optimierungsalgorithmen war ursprünglich die Einführung in FOG vor vielen Jahren. Dann wurde sie übernommen von anderen, insbesondere von Professor Heiko Mantel, der sie ja wahrscheinlich immer noch hält, oder? Bei wem haben Sie die gehört? Bei Heiko Mantel? Dann habe ich ein paar Jahre gewartet, bis garantiert alle Leute, die bei mir Einführung in FOG gehört haben, dann durchgelaufen sind und dann habe ich das wieder hergenommen und habe wieder das draus gemacht, was es vorher war, Vorlesung Optimierungsalgorithmen. Ist noch stehen geblieben, dass das noch Foundations of Computer Science FOC heißt. So, sind wir an dieser Stelle fertig. Also mit Fallbeispielen dafür, was man sich darunter vorstellen kann, verschiedenartige Problemstellungen zu reduzieren auf kürzeste Wege, wie wir das in den meisten Fällen hatten, DNA-Sequenzvergleich und Absatzformatierung und so weiter. Jetzt, das hatte ich angekündigt, jetzt noch ein paar Fallbeispiele, wie man ein Problem auf ein anderes reduzieren kann, wo wir nicht mehr kürzeste Wege als Zielproblemstellung haben, sondern andere Problemstellung. Also weitere ausgewählte algorithmische Probleme und jeder von denen zeigt irgendetwas Interessantes, meines Erachtens Interessantes. Ich hoffe dann auch Ihres Erachtens Interessantes, was eine typische Sache ist, wenn man Dinge modellieren will, auf was für interessante, schwierige, herausfordernde Punkte man da kommen kann. So, Graphen zeichnen ist auch wieder eine Übungsaufgabe. Das ist, glaube ich, die Aufgabe 2 oder Aufgabe 3? Ich glaube, Aufgabe 2 auf dem vierten Übungsblatt. Also, wir sind schon ziemlich weit gekommen, ja? Sie haben schon den Stoff von den ersten drei Übungsblättern plus jetzt angefangen, viertes Übungsblatt hier in der Vorlesung. Sie können natürlich
unter Nutzung der Ressourcen, die ich anbiete, auch jetzt schon weiter über die Vorlesungs-, über das, was wir heute dieses Semester in der Vorlesung geschafft haben, hinausgehen. Es gibt ja auch noch alte Vorlesungsaufzeichnungen der algorithmischen Modellierung, können Sie auch zu Rate ziehen. Aber auch dann, wenn Sie mit Aufgaben erst dann beginnen wollen, nachdem es in der Vorlesung dran kam, können Sie schon ziemlich weit jetzt kommen. Graphenzeichnen ist, wie der Name zeichnen, wie der Begriff Zeichnen schon sagt, eine schön anschauliche Sache, und weil das so schön anschaulich ist, gehen wir einen Schritt weiter und gucken uns das gleich anhand eines Bildes an. Also hier sehen Sie, ist bei der letzten Update, hier sind ein paar Sachen links und rechts abgeschnitten, sollte aber kein Problem sein für die Zielsetzung dieser Folie. Was Sie hier sehen, ist ein einfaches, kleines Beispiel für soziale Netzwerke. Die Knoten sind die reichen, mächtigen Familien in Florenz zum Zeitalter der Renaissance. Also mindestens einer dieser Namen sollte Ihnen noch dunkel aus dem Geschichtsunterricht oder sonst woher bekannt sein. Medici. Und eine Kante besagt, dass es mindestens eine Heiratsbeziehung zwischen diesen beiden Familien gibt. Dass also mindestens ein Abkömmling der einen Familie mit einem Abkömmling der anderen Familie verheiratet worden ist. Passiv, weil die jungen Leute sich damals das nicht so richtig selber entscheiden konnten, wen sie heiraten. Zumindest, ja, gut, kennen Sie die Problematik. Das ist ein Beispiel für soziale Netzwerke allgemein. In einem sozialen Netzwerken haben Sie Akteure, das sind dann die Knoten, in diesem Fall die Familien. Es können natürlich Einzelpersonen sein in anderen sozialen Netzwerken oder Institutionen, ganze Länder, je nachdem, was Sie hier betrachten wollen. Und die Kanten sind Beziehungen zwischen den Akteuren. Das kann ungerichtete Beziehungen sein, hier wie etwa, wie hier, Heiratsbeziehung. Also A heiratet B, ist dasselbe wie B heiratet A, also ungerichtet. Aber es gibt natürlich auch, wenn Sie zum Beispiel in einem sozialen Netzwerk Einfluss von einem Akteur A auf einen Akteur B modellieren wollen, dann ist das ja zunächst einmal eine unidirektionale Beziehung. Da würde man dann eben entsprechend gerichtete Kanten einsetzen. So, und Sie sehen an diesem Beispiel schon zunächst einmal die Frage, Sie sehen, dass die Medici hier sehr im Zentrum sind, und Sie wissen eben, es ist vermutlich der eine Name, nehme ich mal an, auf dieser Folie, von dem Sie schon mal was gehört haben. Ich muss gestehen, mir ging es genauso. Die anderen Namen haben mir auch alle nichts gesagt. Ich hätte sie sprachlich einordnen können, aber das war es dann auch schon. Und Sie sehen, in diesem Netzwerk haben die Medici eine sehr zentrale Rolle, in diesem Heiratsnetzwerk. Und interessante Fragen, mit denen sich irgendwelche Historiker tatsächlich beschäftigt haben, anhand dieses und ähnlicher sozialer Netzwerke ist, waren die Medici so mächtig, weil sie so gute Heiratspolitik betrieben haben, oder konnten die Medici so gute Heiratspolitik betreiben, weil sie so mächtig waren? Gut, manche Leute interessieren sich für solche Fragen. Über soziologische Prozesse in früheren Zeiten. Sie können doch auch den Spruch, ist jemand zufällig Österreicher? Brauchen Sie sich nicht outen. Sinngemäß, die anderen Länder mögen Krieg führen, du glückliches Österreich, heirate. Also was für gewisse Zeiten, für gewisse Jahrhunderte versucht die Politik, was die Österreicher, das Österreich-Ungarn, also das österreichische Kaiserreich, anders gemacht hat im Konzert der europäischen Mächte als andere Mächte. Gut, aber uns interessiert natürlich dieser Anwendungshintergrund über eigentlich weniger. Was uns interessiert, ist diese Zeichnung.
Diese Zeichnung ist offensichtlich, sie ist nicht von mir, die Zeichnung. Also ich hab das nicht so dargestellt, insofern darf ich das loben. Diese Zeichnung ist offensichtlich gut gelungen. Es fängt erst einmal, also das ist nicht selbstverständlich, ja. Sie haben erst einmal die Rohdaten, Sie haben die Liste der Familien und Sie haben die Liste der Heiratsbeziehungen. Ja, das können Sie sich vorstellen, wäre als wie man Graphen halt repräsentiert, als Adjazenzmatrix oder Inzidenzmatrix oder Inzidenzliste irgendwie gegeben, als irgendwie 0,1-Werte oder irgendwas. Und daraus sollen Sie dann einen Graphen zeichnen, an dem Sie so gut und so auch so plausibel und so auch ohne große Fehleinschätzungen ablesen können, was wichtig ist. Ja, eine sehr, sehr häufig notwendige, eine sehr, sehr häufige Situation. Sie haben einen Graphen gegeben, eben in Form von Knotenmenge, Kantenmenge, eben beispielsweise Adjazenzmatrix oder ähnliches, also als irgendwelche Zahlenwerte. Und Sie wollen die einzelnen Punkte in der Ebene so platzieren, dass das, was Sie rüberbringen wollen oder das, was jemand sehen soll, gut sichtbar ist, aber Dinge, die nicht drin stecken, nicht irgendwie sichtbar werden. Nee, wie soll ich das jetzt formulieren? Also es sollen keine Eindrücke entstehen, die nicht der Realität entsprechen. So sollen die Graphen platziert sein. Ja, das fängt erstmal mit der Übersichtlichkeit an. Ja, es ist, wenn Sie einfach irgendwie die Knoten in der Ebene platzieren, dann ist es überhaupt nicht selbstverständlich, dass die Kanten alle kreuzungsfrei sind. Also nicht jeden Graphen kann man kreuzungsfrei in der Ebene einzeichnen. Ich zeichne Ihnen mal die beiden kleinsten Graphen auf. Da können Sie sich mal austoben dran. Da können Sie machen, was Sie wollen. Sie können diese beiden Graphen nicht kreuzungsfrei in die Ebene zeichnen. Hallo. Da. Das eine ist der vollständige Graph auf 5 Knoten. So, irgendwas fehlt da. So. Das zweite ist der vollständige bipartite Graph auf 2 mal 3 Knoten. So. Hier haben wir Kanten, hier haben wir Kanten, hier haben wir Kanten. Die beiden finden Sie in der Literatur. Irgendwas ist da nicht. Ah ja, der ist nicht richtig gezeichnet. So, den noch zu Ende führen. So, wenn ich jetzt mal wieder eine vernünftige Strichdicke, kann ich das eigentlich auch damit machen? Ja, damit geht's auch. Ja, das ist so viel zum Thema vernünftige Strichdicke. Das finden Sie in der Literatur unter dem Namen Kuratowski-Graphen. Der Herr Kuratowski hat vor so was wie 90 Jahren ungefähr, oder ein bisschen weniger, könnte hinkommen, hat herausgefunden, dass ein Graph genau dann in die Ebene ohne Kreuzung gezeichnet werden kann, also genau dann planar ist, das ist der Begriff dafür, wenn er keinen dieser beiden Graphen als Teilgraphen enthält. Ein Graph ist genau dann planar, kann genau dann in die Ebene eingezeichnet werden ohne Kreuzungen, wenn er nicht schrittweise auf einen dieser beiden Graphen reduziert werden kann durch Wegnahme von Knoten mit den Kanten oder Wegnahme einzelner Kanten. Oder dritte Operation, die ich jetzt hier vielleicht noch mit einer mittleren Strichdicke zeichne. Wenn Sie so eine Brücke haben mit. Achso, das kommt nicht mehr auf der Zeichenfläche. So, dass Sie A, B, C, dass Sie den mittleren Knoten rausschmeißen und nur noch A und C hier haben. Also Wegnahme Knoten, Wegnahme Kanten und solche Reduktion. Wenn es eine Möglichkeit gibt, von Ihrem gegebenen Graphen
durch diese Operation zu einem dieser beiden Kuratowski-Grafen zu kommen, genau dann wissen Sie von vornherein, diesen Grafen können Sie nicht in die Ebene zeichnen. Gut, ich sehe, dass die Zeit für heute um ist. Dann möchte ich an dieser Stelle mit diesem kleinen Exkurs enden. Und möchte Ihnen für die Aufmerksamkeit danken, möchte Ihnen dann schöne Feiertage wünschen, wobei und wir sehen uns dann nächsten Donnerstag wieder. Und ich hatte ja per Moodle-Mail herumgeschickt, weil es da Fragen gab, wo Sie die Aufzeichnungen, die ich hier erstelle, auf YouTube finden, in der Videothek Algorithmik. Gut, für heute dann soll es Schluss sein. Vielen Dank.